Wir sind an einem unserer ja mittlerweile absoluten Lieblingsplätze hier in Irland. Und ich denke, ja, die Aufnahmen sprechen für sich. Und heute das Ganze auch noch mit einem unglaublichen Wetter. Nahezu windstill für irische Verhältnisse, windstill. Und ja, seit Mittag, Nachmittag sitzen wir hier in der knallenden Sonne. Es ist einfach herrlich. Ja, das Thema des Videos ist das Ende von Wir sehen uns unterwegs. Es wird hier keine Reisevideos mehr geben. Keine Reisevideos mehr von solchen traumhaften Plätzen wie hier. Denn, wie ihr ja vielleicht wisst, gibt es einen zweiten Kanal mittlerweile. Und dieser Kanal heißt momentan noch Einsteins Zweitkanal, wegen Einstein. Einstein fängt fliegen. Und das hat natürlich einen Grund, und in den letzten Wochen und Monaten habt ihr ja auch öfters nachgefragt, was ist der Grund? Und ich setze mich jetzt erstmal hin und packe die Kamera aufs Stativ. Die letzten Wochen oder mittlerweile ja sogar Monate, ich weiß gar nicht genau, wann ich das erste Video auf dem anderen Kanal veröffentlicht habe. Das war ja auch alles so ein bisschen Kauderwelsch. Wenn ihr das noch nicht kennt, ich verlinke es euch da oben. Das erste Video vom zweiten Kanal quasi. Da gab es ja ein paar Probleme mit YouTube, Identitätsdiebstahl und, und. Ja, das erste Video habe ich vor 2 Monaten hochgeladen. Das war der Zeitpunkt, als der eigentliche Zweitkanal, den es schon gab, gelöscht wurde. Habe ich halt wieder einen neuen erstellt. Aber wie gesagt, dazu gibt es ein Video, habe ich euch oben verlinkt eben, beziehungsweise ich verlinke es euch auch unten in der Videobeschreibung. Das Video ist auf dem anderen Kanal. Da habe ich genau erzählt, was da die Hintergründe waren, wie und was. Aber halt den Grund, warum es überhaupt einen zweiten Kanal gibt, den habe ich da nicht gesagt. Und habe auch auf eure Nachfragen immer gesagt, wartet. Zu gegebener Zeit erzähle ich euch das, und die Zeit ist jetzt gegeben. Warum? Wir haben erstmal geschaut und überlegt, wie wir das jetzt genau aufteilen werden, weil genau das ist der Grund und der Hintergrund des zweiten Kanals. Wir haben beschlossen, letztes Jahr haben wir beschlossen, die Inhalte auf 2 Kanäle aufzuteilen, nämlich ein Kanal für Reisevideos, Reisecontent, reine Inhalte, die wirklich mit Reisen, mit Reiseausrüstung und so weiter zu tun haben, und den eigentlichen YouTube-Kanal, den, auf den ihr jetzt dieses Video seht, der größere von beiden, der deutlich größere von beiden, und der, den es ja nun seit, boah, ich weiß gar nicht, das erste Reisevideo haben wir 2017 veröffentlicht, damals auch hier aus Irland. Das sind jetzt mittlerweile somit 6 Jahre. Aber den Kanal gab es schon vorher, da gab es ja dann schon einige Videos, im Prinzip ja auch Reisevideos zum Sprinter, Offroad und so weiter in den Alpen und was weiß ich nicht alles. Könnt ihr ja alles auf dem Kanal euch anschauen, die Videos bleiben auch bestehen. Aber auf dem alten Kanal gibt es keine Reisevideos mehr. Wenn ihr Reisevideos von uns wie gehabt, sage ich mal, oder in ähnlicher Form wie gehabt sehen wollt, dann solltet ihr den zweiten Kanal abonnieren und solltet euch die Videos halt entsprechend auf dem Kanal anschauen. Da gibt es jetzt mittlerweile auch schon einige. Ich habe ja in Spanien wieder angefangen. Februar, März habe ich ja angefangen, wieder Reisevideos zu filmen und zu schneiden. Ich habe eine kleine Pause gebraucht davor. Und die findet ihr ja alle schon auf dem Zweitkanal. Ja, und auf diesem Kanal hier wird es zukünftig nur noch um Werkstatt, um Basteln, um Bauen, um Do-it-yourself, um irgendwelche Bauanleitungen, halt alles, was es auch schon in den letzten Jahren gibt. Seit dem Jeep gibt es ja Umbauvideos, Ausbauvideos, Videos zu Elektrik, Videos zur Solaranlage. Und das soll der Schwerpunkt sein. Das wird der Schwerpunkt von diesem Kanal hier. Und weil somit der Kanalname ja eigentlich auch gar nicht mehr passt, wird der quasi mit sofortiger Wirkung umbenannt. Der Kanal wird jetzt nicht mehr Wir sehen uns unterwegs heißen, sondern Michas Werkstatt, weil es halt entsprechend um Werkstattthemen geht. Bei den Videos, die
seit Anfang des Jahres zu diesen ganzen Akku-Themen und so weiter kommen. Habt ihr es ja schon gesehen, habe ich ja den Vorspann schon in weiser Voraussicht angepasst, weil wir im Prinzip zu dem Zeitpunkt eigentlich schon beschlossen hatten, dass das so kommen wird. Der Bezug zum Camper, zum Reisen wird natürlich weiterhin auch immer eine Rolle spielen, ganz klar, weil, da kommen wir auch gleich nochmal zu, es wird hier natürlich weiter auch um das Ausbauen von Campern, von Wohnmobilen gehen, aber zumindest aktuell schwerpunktmäßig hauptsächlich auch in die Richtung Solaranlage, Elektrik etc. Einfach weil, ja, ich sag mal, der Bedarf offensichtlich da ist. Das heißt aber natürlich nicht, dass es kein Wir sehen uns unterwegs mehr geben wird, weil der Zweitkanal wird jetzt entsprechend umbenannt in Wir sehen uns unterwegs. Warum wir das bisher nicht gemacht haben, auch das erfahrt ihr in dem angesprochenen Video auf dem anderen Kanal. Das hat halt einfach den Hintergrund, dass das bei YouTube einfach so nicht möglich ist in dem Sinne. Ja, warum machen wir das? Der Grund dafür seid natürlich ihr. Wir passen das halt entsprechend daran an, wie die einzelnen Videos funktionieren, wie sie laufen, wie die Rückmeldungen, sage ich jetzt mal, sind. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt eure Kommentare, weil die sind zu 99% positiv, sondern einfach auf Basis der Statistiken. Wisst ihr sicher, bei YouTube hat man umfangreiche Statistiken. Wer schaut sich die Videos an? Wie lange schaut man sich das Video an? Sind es wiederkehrende Zuschauer? Sind das Leute, die halt einfach das Video vorgeschlagen kriegen und reinklicken? Wie reagieren die Abonnenten auf Videos? Und da haben wir halt gesehen, dass ihr, und damit meine ich jetzt halt euch, ich weiß gar nicht, wie viel haben wir aktuell, 47.000, 46.000, ihr 46.000 Leute schaut halt einfach nicht so viel oder sagen wir mal deutlich weniger Reisevideos und schaut die auch deutlich weniger lang, als ihr jetzt zum Beispiel halt irgendein Technikvideo schaut. Irgendein Video zum Thema Solar, irgendein Video zum Thema Ausbau. Und es ist tatsächlich auch so, dass immer dann, wenn Reisevideos kamen, sind die Abonnentenzahlen ja sogar zurückgegangen. Also sprich, Leute haben das Abo gekündigt, weil Reisevideos kamen. Besonders stark war der Effekt auf Instagram. Hat jetzt mit YouTube weniger zu tun, aber einfach auch zur Erklärung. Auf Instagram war der Effekt deutlich, deutlich stärker. Deshalb haben wir da auch schon Anfang des Jahres genau dieses Aufsplitten der Themen gemacht. Und es gibt halt ja zwei Instagram-Kanäle, den Wir sehen uns unterwegs. Und es gibt ja jetzt auch umbenannt in Michas Werkstatt den Bastelkanal. Wenn ihr den noch nicht kennt, ich verlinke euch unten, beziehungsweise vielleicht geht das auch oben im Eck, weiß ich nicht. Wenn ihr mehr Details zu den Projekten sehen wollt, Bilder davon, vielleicht auch schon in der Planung, dann findet ihr das auf dem Michas Werkstatt Instagram-Kanal. Und auf dem Wir sehen uns unterwegs Instagram-Kanal seht ihr Bilder von unserer Reise aktuell und dort gibt es auch nur noch, oder sagen wir mal zu 99,9% Bilder von der Reise. Und wenn ihr Reisegeschichten sehen wollt, die gibt es auf Christines Instagram-Kanal. Auch das haben wir aufgesplittet, weil das einfach für uns logistisch besser ist, weil so muss ich nicht auf irgendeine Reisegeschichte von ihr warten, die ich dann zu einem Foto poste, sondern sie macht das einfach bei sich selbst. Gibt es halt weniger oft was, aber für diejenigen, die das interessiert, gibt es halt diesen Instagram-Kanal. Ich verlinke euch alle drei auch unten in der Videobeschreibung. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Aufteilen auf Instagram auf die beiden Themengebiete war gut. Und jetzt machen wir halt Nägel mit Köpfen und werden das halt jetzt endgültig alles einmal umkrempeln. Das heißt, herzlich willkommen in Michas Werkstatt. Das ist zwar jetzt gerade nicht meine Werkstatt, aber herzlich willkommen auf dem Kanal Michas Werkstatt. Hier geht's weiterhin um das, was ihr die letzten Monate gesehen habt, so kann man es sagen. Und wenn ihr Reisevideos sehen wollt und ich kann sie euch nur ans Herz legen, dann findet ihr die auf dem neuen Kanal, den ich wahrscheinlich nachher in Wir sehen uns unterwegs umbenennen werde. Vielleicht auch Wir sehen uns unterwegs 2.0, dass es eindeutig ist. Schauen wir mal, das steht noch nicht fest, aber es wird auf jeden Fall eine eindeutige Zuordnung geben.
prinzipiell sind die Videos dort jetzt im Moment aktueller. Ihr wisst das aus der Vergangenheit, wenn ihr uns schon länger verfolgt, dass die Videos teilweise erst ein halbes Jahr später kamen. Das wollen wir jetzt aktuell nicht machen. Den ersten Teil der Reise, da ging es irgendwann nicht mehr zeitlich. Da habe ich dann aufgehört, Videos zu machen. Also nicht zu filmen, sondern Videos zu schneiden. Gefilmt haben wir die ganze Zeit. Irgendwann wird da was kommen. Da haben wir eventuell auch was Größeres mit vor. Das wissen wir noch nicht. Aber jetzt aktuell gibt es halt einfach aktuelle Videos von der Reise. Das heißt, Videos jetzt aktuell aus Irland, die aus Spanien, die aus Portugal sind ja schon hochgeladen. Videos aus Irland kommen jetzt und demnächst dann Videos aus Schottland. Vielleicht noch ein Wort zum Thema Werbung auf dem anderen Kanal. Aktuell haben wir da keinerlei Werbeeinnahmen. Das betrifft vor allen Dingen die Kanalmitglieder, weil ich denke, ihr seht dort Werbung geschaltet. Normalerweise Kanalmitglieder kriegen ja die Videos bei uns ohne Werbung. Ich habe keinen Einfluss drauf. Sobald wir selber beeinflussen können, ob wir dort Werbung schalten oder nicht, so lange haben wir das nicht in der Hand. Und noch ein Punkt dazu, um das auch noch zu sagen, nicht, dass er mir da wieder einen Strick draus dreht. Auf dem anderen Kanal wird es weiterhin mit Sicherheit keine Werbung für Reiseveranstalter und sowas geben und auch nicht für irgendwelche Reise-Apps. Aber wenn wir Reise-Equipment als sinnvoll erachten, dann wird es dazu natürlich auch Videos geben und wenn die halt entsprechend mit einem Partner entstehen, dann wird es die natürlich dort geben, dann ist das Werbung, dann ist das halt so. Und wenn euch das nicht gefällt, na ja, dann schaut euch halt andere Kanäle an. Ein weiteres Thema, wo wir erstmal schauen mussten, wie wir damit umgehen, sind unsere Kanalmitglieder. An der Stelle vielen, vielen Dank für eure Unterstützung in den letzten Jahren. Wäre ohne euch so in dem Sinne nicht möglich. Und dafür vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr so lange teilweise auch dabei seid. Aber auch jeder Neue, der dazukommt, jeder Neue, der uns da unterstützt, vielen, vielen Dank. Die Kanalmitgliedschaften auf dem Hauptkanal, das läuft ganz normal weiter wie bisher. Ihr bekommt die Videos vorab, ihr bekommt sie ohne Werbung. Ihr bekommt ab der höheren Stufe eine namentliche Nennung. Und für diejenigen, die die höchste Stufe wählen, ihr bekommt jedes Jahr einen Eigenlob stinkt, aber ihr bekommt einen richtig geilen Kalender. Hoffe ich. Ich hoffe, euch gefällt der. Bei allen Leuten, denen wir den noch so geben, also Familie etc., Freunde, kommt der prinzipiell immer sehr gut an. Ich hoffe, das passt auch für euch so. Und von der Reise gibt es, ich weiß gar nicht wie viel mittlerweile, tausende Fotos habe ich gemacht. Und das heißt, die Kalender für die nächsten Jahre, Jahrzehnte wahrscheinlich, sind sicher. Das bleibt alles wie gehabt erstmal. Und zusätzlich könnt ihr natürlich, weil das halt historisch natürlich auch alles so gewachsen ist, könnt ihr natürlich die Reisevideos auf dem zweiten Kanal auch vorab sehen. Und ich denke und hoffe, dass es für euch so passt, wie ich das jetzt mache die letzten Wochen und Monate, dass ihr über den Community-Chat entsprechend vorab den Link bekommt und euch das Video anschauen könnt, bevor es online geht. Ich denke, das hat sich gezeigt, dass das gut funktioniert. Also so ist mein Eindruck. Ihr dürft mir da gern sagen, wenn ihr das anders seht. Ich hoffe, ihr bekommt das alle mit. Das ist immer ein bisschen blöd mit dem Community-Chat. Das merke ich, dass die Reichweite da nicht so hoch ist. Wenn ihr Kanalmitglied seid und das mit den Videos gar nicht mitbekommen habt, schaut mehr in den Community-Chat. Ich poste jedes neue Video dort. Ihr bekommt das dann dort mit. Und gilt auch für euch alle anderen Abonnenten. Ihr bekommt entsprechend auch Infos im Community-Chat bei uns mit. Ich merke aber und weiß aber, dass das nur bei einem Bruchteil von euch ankommt. Ich kann es halt nicht anders darstellen. Es geht nicht anders. So werden wir das jetzt weiterfahren. Das hat die letzten Wochen meiner Meinung nach gut funktioniert. So machen wir das weiter. Für mich ist bei der ganzen Sache auch, dass ich mir selber so ein bisschen den Druck rausnehme, was die Reisevideos angeht. Ich habe das in den vergangenen Jahren oft gesagt. Die Reisevideos sind unheimlich aufwendig zu produzieren. Auf dem Reisekanal kommt halt dann ein Video, wenn es da ist, wenn es passt. Das heißt, momentan ja sogar relativ viele eigentlich
und sogar in kürzeren Abständen. Aber das wird natürlich, wenn unsere Reise vorbei ist oder wenn einfach mal die Zeit nicht da ist, wird es halt auch wieder weniger werden. Und so aufwendig produziert wie die letzten Jahre geht einfach aktuell zeitlich nicht. Das heißt nicht, dass die Videos, die Reisevideos qualitativ schlechter sind. Das sehe ich absolut nicht. Natürlich sind die teilweise anders. Sie sind mehr, würde ich sagen, frei raus. Und vor allen Dingen weniger aufwendig produziert, weniger Musik oder keine Musik. Ich habe die letzten Jahre immer mal wieder was anders gemacht und jetzt sind sie halt wieder ein bisschen anders, weil ich denke, immer und immer wieder das Gleiche, das ist einfach langweilig. Das sieht man auch bei anderen Kanälen, das ist halt einfach irgendwann langweilig, meiner Meinung nach. Deshalb versuche ich immer ein bisschen, halt ein bisschen was zu ändern. Und wir freuen uns tierisch drüber, dass vor allem Leute, die schon seit Jahren die Videos schauen, das sehen wir ja anhand der Kommentare, dass ihr seit Jahren die Videos anschaut. Und wir freuen uns natürlich, dass ihr weiter dabei seid und dass ihr auch schon zu großen Teilen auf dem neuen Kanal dabei seid. Und das ist einfach wunderbar. Und nochmal ein kleiner, zurück zum Anfang des Videos, wenn ich mir überlege, dass wir das seit mittlerweile 6 Jahren machen, das ist schon Wahnsinn. Verdammt lange Zeit. Und an der Stelle vor allen Dingen nochmal vielen Dank an euch. Jo, ich glaube, jetzt habe ich es aber wirklich zu diesen beiden Kanälen hoffentlich jetzt ausreichend dargelegt, warum und wie und was und wie es zukünftig sein wird. Ja, wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, dann wie gewohnt einfach unten in die Kommentare. Das wäre es dazu. Dann haben wir noch ein Thema. Da schlage ich nochmal die Brücke zu Instagram, weil die Leute, die Michas Werkstatt auf Instagram schon verfolgen, die wissen es schon. Es gibt ein neues Projekt und ich kann euch noch gar keine Videoaufnahmen davon zeigen, weil ich habe zum ersten Mal in meinem Leben ein Auto ungesehen gekauft. mehr will ich noch gar nicht dazu sagen. Wenn es euch interessiert, ich habe euch jetzt mehrmals gesagt, wo ihr die Informationen dazu findet. Wir werden, wenn wir von unserer Reise zurückkommen, im Juli, wartet ein neues Auto, ein neuer Camper auf uns. Und ich freue mich da schon total drauf. Ich plane jetzt schon den Aufbau und Ausbau. Und das Bild detailliert sich immer mehr und ich freue mich richtig drauf, es wird voll cool. Und das ist aber noch so ein bisschen tricky, weil zwischen Liefertermin vom Fahrzeug, Ende Juli, können wir den abholen. Und dann habe ich 3 Wochen, bis es in die Westalpen geht, um den Aufbau draufzusetzen. Und ich freue mich total drauf, das wird eine ziemliche Challenge. Ich hoffe, ich schaff's. Als Backup hätten wir halt den Jeep, dann fahren wir halt mit dem Jeep. Aber das Ziel ist ganz klar, wir wollen mit dem neuen fahren und wollen den auch testen und wollen auch den Aufbau testen. Und ja, das wird richtig spannend, das wird auch knackig von der Zeit her. Und das wird cool. Darauf freue ich mich. Und die Videos dazu wird es natürlich auch dann hier auf dem Kanal geben, auf dem Werkstattkanal. Weil es sind halt Bauvideos, es sind Technikvideos. Und das ist ja, wie wir gerade alle gelernt haben, das, was zukünftig hier auf dem Kanal laufen wird. So, ich glaube, das war's, was ich euch mitteilen wollte. Ich werde jetzt noch ein bisschen hier die schöne Aussicht und das Wetter genießen. Vergesst nicht, den Reisekanal zu abonnieren, wenn ihr Reisevideos sehen wollt. Vergesst nicht, die Glocke zu drücken, dass ihr auch immer informiert werdet. Vergesst auch nicht, bei dem Kanal hier die Glocke zu drücken, sonst bekommt ihr halt nicht mit, wenn es neue Videos gibt. Und wir sehen uns unterwegs und in der Werkstatt. Ciao.